Willkommen hier aus Sao Paulo zu einem, ja, ganz speziellen Grand Prix, denn es ist ein Sprintwochenende. Das heißt, noch mehr Action und, ja, noch mehr Punkte, die es zu erfahren gibt. Ich freue mich da immer extrem drauf. Und ja, generell, die Strecke ist unfassbar genial. Interlagos, traumhaft, ich liebe die Strecke. Es ist Highspeed, aber auch viele, viele Kurven. Und so sieht dann halt auch dann das Layout aus. 4,3 Kilometer, 50 Kurven und natürlich zwei DS-Zonen machen es auch, ja, zu einer spaßigen Strecke zu überholen. Natürlich, meiner Meinung nach, Highlight der Strecke, der Senna ist Turn 1, 2, das ist einfach traumhaft hier. Los geht's in unsere Qualifying-Runde, die heute jetzt nicht so wichtig sein wird, aber dennoch möchte ich natürlich alles geben, um hier noch ein paar gute Punkte mitzunehmen. Es heißt nämlich, wir müssen den dritten Konstrukteursplatz irgendwie noch erreichen. Und mit dem Win im letzten Rennen, schaut gerne oben rechts vorbei, haben wir einen wichtigen Schritt gemacht. Abonniert doch unbedingt gerne den Channel kostenlos. Lasst doch gerne ein Däumchen oben da und schaut doch gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei oder auch gerne auf IT-Tobi auf TikTok. Macht die 13k voll, aber wir sind ja mittendrin. Es ist aktuell eher so mittelmäßig. 10. Platz wäre ja genau das Mittelfeld, das vordere Mittelfeld. Und ja, es heißt, es ist natürlich halt so, aus den Kurven raus geht halbwegs gut, nur auf den langen Geraden, so ab der Hälfte circa, ja, stehen wir an und die anderen haben dann eben noch was im Köcher drin. Es wäre aktuell der 7. Platz, das wäre traumhaft, fabelhaft, perfekt, 13. Rückstand auf Charles Leclerc, der hat, ja, die Chance an diesem Wochenende Weltmeister zu werden. Er muss nur 13 Punkte mehr holen wie ich und er ist Weltmeister. Wird er das schaffen, was denkt ihr? Und hier, ja, es ist der 8. Platz, das ist ein eher so semi. 8. Platz, gucken wir uns mal die. Jetzt geht's los, wir sind im Sprint und nichts könnte das erkennen. Und wir starten vom 8. Platz, das wäre jetzt schon mal ein Punkt. Und wir würden ein bisschen, ja, Leclerc in die Super spucken. Aber ich denke mal, ja, er wird trotzdem hier heute. Es wird eng, links kommt noch ein Alpine durch. Der hatte dann anscheinend keinen Platz, Gott sei Dank hat der Mercedes nachgegeben. Und das ist der 7. Platz, Carlos Sainz vor unserem Freund Checo Perez. Also ganz hochrangige Fahrer und auch wieder Lando Norris vorne mit dabei. Also McLaren hat im Gegensatz zur richtigen Formel 1 einen richtig guten Job hier gemacht in unserer F1 22 All-in-My-Team-Karriere. Und ja, wir sind ein bisschen weit zurückgefallen, es sind 6 Zehntel. Das Gute ist natürlich, dass es hier eine Kampfgruppe vor uns ist. Also Norris wird vermutlich da die Pace nicht so hardcore halten können. Und mir fällt auf jeden Fall auf, dass die Mercedes gar nicht mehr in den Top 5 sind, Top 6 sind hier, also da, oh doch, Hamilton, sorry, Hamilton habe ich nicht gesehen, ich denke mal, Hamilton wird dann alle eher aufhalten, denn die haben absolut nicht die Pace, um mitzuhalten, das haben wir im letzten Rennen, oder die letzten Rennen schon gesehen, und ja, es ist das vorletzte Rennen unserer Karriere, ein bisschen Wehmut, aber wir haben ja noch eine ganze Season, bis dann Formel 1 23 rauskommt, schaut auch gerne später vorbei, da kommt noch das Countdown zu F1 23, und hier täuschen wir mal links an und gehen natürlich außen vorbei. Das Gute ist natürlich das, da bleibt aber lang drauf, aber ich würde sagen, das war gut. Auch hier die Track Limits ganz oder die Track ganz ausgenutzt. Das war tolle Leistung. Und dann gucken wir jetzt mal, da wird sicher gleich der Switch kommen. Guck dich mal an, wie schnell der auf der Geraden ist. Gott sei Dank konnte ich da, oder war die Gerade nicht so extrem lang. Das wären aktuell schon mal, es wären aktuell 7, 2, 3. Ja, 3 Punkte, das ist gut, das ist okay, würde ich sagen. Perez könnten wir uns vielleicht noch holen, eventuell noch Lewis, das wäre natürlich Startplatz 4, wäre ein Traum. Gucken wir jetzt mal hier die Start-Replay an des Sprints. Ja, da war Alonso sehr harsch und wir wissen ja, die erste Runde, die erste Kurve hier ist extrem eng. Gott sei Dank konnten wir uns da ja halten, aber Russell war halt der große Verlierer, der hat da so viel Boden verloren. Hinter uns direkt Ricciardo, vor uns Carlos Sainz, das wird auf jeden Fall nicht so einfach werden. Das war ein gutes Manöver, würde ich sagen. Wir täuschen links an und können dann rechts rausscheren und ja, kommen da gut vorbei. Ich war ein bisschen irritiert, weil Sainz noch ein ja, später eingelenkt halt als gewöhnlich in der ersten Kurve. Aber trotzdem, das war noch gut. 1,8 Sekunden, ich denke mal. Hier ist auch schon Endstation für uns.
Also im Sprint wird nicht viel mehr hier nach vorne gehen. Obwohl wir auch schon, muss ich sagen, ja, gute Leistung. Wir sind vom 8. Platz gestartet, jetzt 6. Und im Rennen, denke ich mal, geht es nochmal ein, zwei Plätze nach vorne. Gerade beim Start können wir sicher gegen Perez und gegen Hamilton da was machen. Also gegen Hamilton auf jeden Fall, gegen Perez bin ich mir nicht ganz sicher. Aber dadurch, dass er ja hinter Hamilton startet, haben wir da auf jeden Fall mehr Chancen. Es ist die 6. Runde, wir konnten nichts mehr aufholen, aber auch Ricardo konnte da jetzt Gott sei Dank nicht mehr abschließen auf uns. Und so ist es dann gelaufen. Charles Leclerc gewinnt auf den Sprint und holt sich hier schon mal, ja, ich würde sagen, den Grundstein für seinen WM-Titel an diesem Wochenende oder an diesem, ja, in unserem Video heute, denn ja, Charles Leclerc holt 8 Punkte, wir holen 3. Das heißt, er holt schon mal 5 Punkte mehr und muss im Rennen dann nur mehr Erster werden und ich Zweiter und er ist Weltmeister. Also es wird, denke ich mal, er ist jetzt schon Weltmeister. Charles Leclerc ist schon Weltmeister. Das ist natürlich, ja, bitter, dass er das schon im Sprint hier, ja, gewonnen hat. Schade, schade, schade. Ich habe mich da ein bisschen verrechnet. Achso, Blödsinn, wir haben ja nur noch ein Rennen. Also es wären ja nur noch 7 Punkte. Und ja, das ist schade. Wir können hier nicht unseren ersten WM-Titel feiern. Das war mir auch irgendwie klar. Aber trotzdem werde ich alles geben, um im Rennen noch ein bisschen Spaß zu haben. Bevor es losgeht, sehen wir uns kurz die Startaufstellung für das heutige Rennen an. Charles Leclerc startet aus der Pole Position. Und daneben steht Max Verstappen. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Norris, Hamilton, Sergio Perez, der Professor, Ricardo, Russell, Fernando Alonso und Esteban Ocon, Bottas, Gasly, Mick Schumacher und Joe, Magnussen, Tsunoda, Sebastian Vettel und Alexander Albon, Theo Pourchaire, Stroll, Sainz und Nicolas Latifi. Also dann, es wird Zeit. Wir schalten runter zur Strecke für das heutige Rennen. Gut, natürlich ist es jetzt umso bitterer, ins Rennen zu starten. Ja, mit dem verlorenen WM-Titel. Der Start war grottenschlecht, das muss ich schon mal zugeben. Unser Start war richtig schlecht. Man konnte regelrecht den Wheelspin fühlen. Hier kann man aber auch gut reingehen. Das war keine Berührung, das war smooth. Und 3 Plätze in Turn 1. Das war gut. Das war sehr, sehr spaßig. Das Gute ist auch, dass Verstappen nicht so einen guten Exit hatte. Und wir können hier drauf und an Lewis vorbei und setzen uns direkt neben Lando Norris, der anscheinend auch nicht so einen Bombenstart hatte. Gucken wir mal, ob der Verstappen ist irgendwie die Bremse hier. Also Leclerc zieht davon. Aber Verstappen, ja, hat Verstappen hier sogar Norris den Platz gekostet. Weil er so ein bisschen hier Oma fährt. Er ist nicht ganz im Rennen. Er hat auch den gleichen Reifen drauf. Das wundert mich ehrlich gesagt. Ich meine, ja, trotzdem gut für uns. Ich meine, ich hoffentlich macht Verstappen die Schleichtour ein bisschen noch weiter, denn ich will auch noch vorbei an ihm. Ich denke mal, den Gefallen wird er uns nicht machen. Trotzdem, das war sehr, sehr toll. In einer Runde 5 Plätze. Wir sind ja für 6 gestartet. In einer Runde 3 Plätze und die eigentlich, ja. Cool, gefällt mir auf jeden Fall. Kann so weitergehen, das Rennen. Ich denke mal, ja, Leclerc macht da weiter, wo er aufgehört hat im Sprint. Der zieht da unbeeindruckt davon. Also, den werden wir heute nicht mehr sehen. Und ich denke mal auch, dass Verstappen eine richtig harte Nummer sein wird. An Max vorbeizufahren oder dran zu kommen, gerade in Interlagos, wo eh, ja, keine richtige Gerade da ist, das wird kaum möglich sein. Trotzdem gefällt es mir. Ich meine, wir nehmen wieder wertvolle Punkte mit und es ist aktuell, denke ich mal, ist meine Priorität sowieso nur noch die Konstrukteurs-WM. Als Fahrer bekommt man ja sowieso kein Geld, also Konstrukteurs-WM holen, das wäre schon geil. Das wäre schon echt geil. Na, holen nicht, aber wenn wir da jetzt noch den 3. Platz irgendwie rausfahren könnten, wenn auch mein Teamkollege da mal, ja, ein bisschen was dazulegen würde, aber das schaut nicht so aus, als ob der in den Top 10 ist. Ich denke mal eher, der ist von hinten in den Top 10, also schaut aus, als ob der Drittletzter wäre oder so. Das ist also nicht denkbar. Verstappen verhilft uns ein bisschen zur aktuellen, ja, wahrscheinlich schnellsten Rennrunde. Leichter Rutscher hier drin. Mit Windschatten und DRS. Nein, DRS ist noch nicht enabled. Aber mit fett Windschatten gönnt er uns da aktuell mal die schnellste Rennrunde. Das gefällt mir. Und so schließen wir auch ein bisschen auf Charles Leclerc auf, der doch jetzt nicht so stabil aussieht, als ich mir das gedacht habe.
Wir sind schon hier an Verstappen dran. Aber jetzt gucken wir mal die Start-Replay an. Ja, wir sehen auf jeden Fall, dass Verstappen besser weggekommen ist als Leclerc. Augenscheinlich mal, aber der konnte ihn gut abdecken. Ich bin richtig schlecht weggekommen, konnte da aber zurückstechen hinten, weil eben Lando Norris Daniel Ricciardo den Platz gelassen hat. Das war gut, auch Perez war da außen und hatte keine Chance. Und somit konnten wir sogar Plätze gut machen. In Turn 1. Und Turn 2 natürlich Exit. Aber schaut euch das mal an, wie es hier abgeht. So ein Getummel. Und da wusste ich schon, wie Verstappen nicht in die Gänge gekommen ist, dass an Norris vorbeizufahren nicht so schwierig sein wird. Guckt euch ja an, hier können wir da später bremsen und auch Norris lässt das zu. Coole Startphase, gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Sehr, sehr genial. Unaufhaltsam, aber trotzdem Leclerc da vorne. Der fährt sein eigenes Rennen. Aktuell können wir noch gut mithalten, fünfte von 18 Runden. Also sollten wir schon noch draußen bleiben, um dann problemlos mit den Gelben zu finishen. Also ja, Verstappen schaut nicht mehr so stabil aus. Immer die halbe Sekunde. Natürlich muss ich im DRS-Fenster bleiben, denn hinter mir drückt schon Lando Norris an, der auch sagt so, Bro, du hast mir den dritten Platz weggenommen. Hey, so mache ich denn hier schon den Pendler? Das macht gar keinen Sinn. Der Exit ist auch verdammt wichtig. Ja, boah, das war so knapp mit den Track Limits. Aber ja, trotzdem so viel Zeit verloren. Also die kommen aus der Kurve schon viel besser raus. Vermutlich ja, hatten die auch mehr Grip noch auf den Reifen. Vielleicht auch deswegen Verstappens Schlechttour in den ersten paar Kurven. Wir gehen rein, wir decken Verstappen und Leclerc. Wir kommen gleichzeitig rein. Ich wollte eigentlich Runde 7 reinkommen. Das Ding ist halt, dass die jetzt auch drin sind. Ja, macht man halt jegliche Chance kaputt, dass wir ja da irgendwie einen Undercut oder so versuchen. Deswegen ist es ein bisschen blöd. Wir gehen auf Geld. Der Stop war eher so semi-gut, 2,4. Wir mussten auf Red Bull warten. Das bedeutet, unser Stop war einiges besser wie der von Max. Aber es hilft uns halt trotzdem nichts. Ich meine, wir sind trotzdem hinter beiden rausgekommen und haben vermutlich jetzt noch eine größere Rückstand. Perez wieder draußen. Zwei Rennen in Folge. Wie viel Pech willst du haben? Perez, ja. Mexiko aus. Sein Heim Grand Prix. Brasilien wieder ausgeschieden. Im Sprint kaum Punkte geholt. Kann nicht der andere Red Bull ausscheiden, der direkt vor mir fährt. Es ist leider verhext. Ich habe auch kein Glück. Das ist schade. Trotzdem, wir kommen hier sehr gut mit. Also, wenn es so weiter. Ja, komm, Go Tiffy. Du bist mein Goat. Mach mir jetzt. Nein! Es ist knapp, aber ja, Start und Ziel wir den haben und wir werden es nicht schaffen, ins DS-Fenster reinzurutschen. Ach man, das ist natürlich bitter. Ach, der serviert mir hier Verstappen und ich bin zu weit weg, um ihn mir zu holen. Schade. Kacke, Mann, kacke. Jetzt ist auch der Teamkollege drin. Ich denke mal, der wird eh wieder aus dem letzten Platz rauskommen. Ja, George auch drin, Norris auch drin, der wird es noch interessant werden. Denn Norris wird nicht so weit vor mir rauskommen, oder hinter mir rauskommen. Der war ja echt knapp dran. Es reicht aber trotzdem für uns an ihn vorbeizugehen. Und ich glaube, wir haben sogar Zeit gut gemacht. Ja, der war ja im Sekundenfenster drin. Jetzt ist er wieder draußen. Das ist aber auch gar nicht so schlimm, denn ja, wir werden sowieso gegen Ende des Rennens vermutlich noch gegen Norris kämpfen müssen. Weil ja der, einiges schnell ist. Und so ist es auch. 16. von 18 Runden, es hat sich nichts getan, außer dass sich wirklich nichts getan hat. Nur Norris ist ein bisschen dran gekommen. Selbst fast der gleiche Abstand zu Verstappen. Wir fahren knapp identische Zeiten. Also Leclerc ist vorne weg, aber Verstappen ist richtig, richtig close zu uns. Aber ja, Wurst, egal was ich probiere, Max weiß eine Antwort drauf und es ist halt einfach schwierig, wenn du zwei Autos, zwei Fahrer auf demselben Niveau hast, die dann auch noch ähnliche Rundenzeiten fahren, da sich dran zu arbeiten. Und das ist wirklich wie verhext. Ich fahre eine 1.9, keine Ahnung, eine 1.99, er fährt eine 1.989 oder so. Also es ist immer eine Bart Prosenstloff, die er immer wieder eine Antwort findet. Und da ist es halt echt schwierig dran zu kommen. Ich versuche alles, aber Verstappen ist halt echt
ist leider ein Ticken schneller. Also wir sind fast identisch, aber er ist halt dann immer noch den Ticken vorne, den ich mir ja vorhin nicht erfahren habe. Es geht Norris nochmal in die Box rein. Geht er auf den Fighter schnellste Rennrunde? Ich weiß ja nicht. Also 6,1 Sekunden. Ja, er hat auf jeden Fall noch gefunden. Aber ob das jetzt irgendwas bringt. Hier haben wir nochmal die Replay. Sehr, sehr coole Aufnahmen. Und da waren die Reifen auch dreckig, weil ich vermutlich ja mit dem rechten Satz im Gras drin war. Da war auch eine knappe Chance. Wir machen hier den ganz späten Zupfer. Und Norris. Hier hat er sich einen Frontflügel runtergefahren. Der ist zu spät auf der Bremse. Und hat halt einfach wirklich nicht damit gerechnet, dass ich da noch einen Zupfer mache. Okay, das erklärt dann auch, warum er in der Box drin war. Hier noch einmal. Achso, nein, das war ja nicht mehr das. Nein, das ist nur noch eine andere Replay. Das erklärt dann auch, warum er nochmal in der Box war. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Der ist uns hinten dran geditscht. Also, das war's nun. Wir sind fertig. Aber noch nicht ganz, denn hier noch einmal, ja, die letzten Kurven. Wir haben es wirklich geschafft, jetzt mit 1,1 Sekunden leider nicht ins Sears-Fenster zu kommen. Aber wir sind dran. Wir wären jetzt dran. Ein, zwei Runden noch länger das Rennen. Und wir hätten vielleicht einen Zupfer setzen können. Trotzdem, sehr, sehr cooles Rennen. Und wir sind näher dran an der Spitze als jemals zuvor. Das war also der Brasilien Grand Prix und wir stehen am Podium. Immerhin das Podium, das so wichtige Punkte mit sich bringt. Das Wochenende generell war sehr stabil. Im Sprint 6. Platz mit 3 Punkten und jetzt hier wieder nehmen wir die 15 plus schnellste Rennrunde 16, also 19 Punkte. Das ist gut. Und im Vergleich zu unseren Rivalen, Mercedes, der ja nur 5. Platz ist und Russell nicht mal in den Top 5, könnte das gut werden. Wieder? Ja, Charles Leclerc gewinnt und unterstreicht somit auch ja, seinen verdienten Weltmeistertitel, den er ja letztes Jahr echt verdient gehabt hätte. Natürlich, er hat oft Nerven gezeigt, trotzdem ist er ein sehr, sehr toller Fahrer und auch einer, ja, er besitzt halt eine Gabe, die nicht viele Fahrer besitzen und die ist halt einfach zuzugeben, wenn man Scheiße baut. Er sagt halt vielleicht zu oft, dass er stupid ist oder so, aber ja, so eine Gabe ist zuzugeben, dass man vielleicht an etwas schuld war oder ja, dass man vielleicht das oder das besser machen hätte können. Diese Gabe haben nicht viele Fahrer. Das hat Verstappen nicht, das hat Hamilton nicht, weil sie, ich würde sagen, in die Richtung Egoisten sind. Da sind immer die anderen schuld. Und gerade bei Charles, ich denke mal, dass ihm das auch ein Verhängnis werden kann, irgendwann mal in den WM-Fight. Man hat schon gesehen letztes Jahr, die Nerven waren noch nicht ganz da bei ihm. Und auch teilweise, dass er dann dumm ist und eine schlechte Strategie hatte und so. Der ist einfach zu selbstkritisch. 19 Punkte nehmen wir mit und sind somit das die drittmeisten Punkte. Lewis aber leider auch hinter uns. In der Fahrerweltmeisterschaft sind wir weit abgeschlagen. Leclerc konnte dann im WM-Stand auf über 60 Punkte Vorsprung ausbauen. Hinter uns ist weit nichts, außer ja, Verstappen irgendwann mal. Und ich freue mich auf jeden Fall. Konstrukteurs-WM wird schwierig, wird extrem. Ich denke mal nicht, dass wir das ist auch gelaufen leider. Aber wir haben hier den dritten Platz, glaube ich. War doch der dritte Platz. Das ist gut. Theo, wieder keine Punkte. Schade. Aber ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Mal gucken, was dann im nächsten Rennen noch so geht. Abu Dhabi, das große Saisonfinale. Eigentlich ist ja schon alles entschieden. Trotzdem schauen wir mal. Vielleicht kommt ja da noch irgendwas. 8,1 Millionen. Wir werden aber nichts mehr ausgeben, denn wir müssen ja nach diesen Rennen unseren neuen Fahrer suchen. Den nämlich, bevor wir die Abrechnung für das nächste Jahr bekommen. Das ist immer ein bisschen verzwickt. Ist natürlich klar. Aber die anderen Teams müssen normalerweise das nicht so machen. Ein bisschen noch investieren in das nächste Jahr. Ich möchte ein besseres Auto haben. Wir möchten ja endlich um den WM-Titel mitfahren können und Rennen gewinnen, für uns entscheiden können. Das wird spannend. Nächstes Rennen dann, das ist auf Finale. Schaut gerne morgen oder übermorgen. Schaut gerne morgen vorbei. Oder schaut auch gerne noch später auf TikTok vorbei. Auch am Abend wird dann noch, oder 16.30 Uhr kommt dann noch, unser Countdown zu F1 23. Abonniert unbedingt gerne den Channel kostenlos. Lasst gerne ein Daumen hoch da, falls euch das Video gefallen hat.
und schaut auch gerne auf IT-Gaming auf Instagram vorbei. Abonniert auch gerne meinen TikTok-Account mit Itzo-Tobi. Macht die 13k voll und wir sehen uns hoffentlich später oder morgen und ciao.